Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, wie das bei euch, bei Ihnen aussieht. Musstet ihr auch schon mal einen Auftrag ausführen, wo ihr dachtet, das ist doch völlig sinnlos. Was soll denn das? Darauf habe ich doch gar keine Lust. Das leuchtet mir auch überhaupt gar nicht ein. Als ich junger Lehrling war, als Radio-Fernsehtechniker, da hat mein Chef mich manchmal geprüft. Er hat mir irgendeine sinnlose Tätigkeit aufgetragen. Ich habe mich geärgert, gedacht, warum soll ich denn jetzt diesen Schwachsinn erledigen? Aber er wollte auch ein bisschen testen, ob ich loyal bin, ihm gegenüber, der Firma gegenüber. In unserer heutigen Geschichte, die uns die Jugendlichen in modernerer Form dargeboten haben, nochmal herzlichen Dank an euch. Da geht es genau um sowas. Der Philippus, der ist Mitarbeiter des Paulus und der bekommt einen ganz merkwürdigen Auftrag. Schon in dem Auftrag steckt drin, dass man so richtig, das soll ich jetzt machen, so richtig die Nase voll hat, eigentlich schon von vornherein sagt, das will ich gar nicht. Er soll nämlich an eine öde Straße gehen. An eine Straße, wo es langweilig ist, wo es heiß ist, wo es staubig ist, wo überhaupt nichts Schönes zu sehen ist. Das ordnet Gott an. Und wir haben ja gesagt, Gott hat alles in der Hand, unser Leben, das Ziel unseres Lebens. Und so ist das auch bei dem Philippus. Gott denkt schon viel weiter. Denn dort an dieser öden Straße, da wird es zu einer ganz entscheidenden Begegnung kommen. Da wird sich im Leben eines Menschen alles ändern. Denn dort steht ein sogenannter Kämmerer. Kämmerer, das war ein Minister, das war ein hochangesehener Mann. Und dieser Kämmerer, der ist auf der Suche. Der war in Jerusalem, er hat dort eine Schriftrolle erworben. Er ist der höchste Mann. Der zweithöchste Mann im Land, nur die Königin steht noch über ihm. Ein Kämmerer aus Äthiopien, reich und einflussreich. Er hat eigentlich alles, was man braucht, Geld, Häuser, kann sich alles leisten. Und doch ist er auf der Suche, und das ist das Interessante. Obwohl er alles hat, ist und bleibt er auf der Suche. Und an dieser gefährlichen Straße, die für ihre Überfälle berüchtigt war, da steht nun der Philippus und wartet und der Schweiß läuft runter. Man kann sich das so richtig vorstellen. Und da kommt der Kämmerer vorbei, eine Schriftrolle des Jesaja aufgeschlagen. Und wie das damals so war, es ist ja, wenn man eine fremde Sprache spricht, dann muss man sich das selber erst mal vorsagen, liest er in dieser Jesaja-Rolle die Worte, die wir vorhin hier im Anspiel gehört haben, diese wunderbaren Worte, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn wir das hören, das ist erstmal ein sperriger Text, relativ schwer verständlich, fremd für einen Menschen, der noch nie etwas davon gehört hat. Wir haben ja unsere Jugendlichen haben uns das ja wunderbar vorgespielt im Anspiel. Man könnte denken, es geht um Opfer. Ja? Die Opfer-App. In Israel hat das Opfer eine große Rolle gespielt. Tauben wurden geopfert, Schafe, alles Mögliche. Für alles gab es ein Opfer, das man Gott darbrachte, um die eigene Schuld zu sühnen, um seine Sünden loszuwerden. Wurden Tiere geopfert, das war gang und gäbe. Und vermutlich denkt auch hier der Kämmerer zuerst daran, dass es vielleicht darum gehen könnte. Ich fand das ja so wunderbar, die rote Kuh, Kosmetik, also Tierkosmetik, da habe ich mich gefragt, Tiere, die geopfert werden, warum sollte man da noch Kosmetik anwenden? Aber mir fiel dann ein, im Alten Testament steht geschrieben, dass die Opfer untadelig sein sollten und besonders schöne Tiere. Da gibt es eine Stelle. Insofern passt das ganz gut, was ihr uns da vorgespielt habt. Also die Opfertiere, das ist das Erste, was in den Sinn kommt. Und der Philippus, der merkt aber, irgendwie ist der Kämmerer hier auf der falschen Fährte. Und da sagt er zu ihm ganz spontan, ganz völlig unvermittelt, verstehst du denn auch, was du da liest?
Und jetzt begreift der Philippus, warum er hier ist, warum Gott ihn hier hingestellt hat. Es ist für diesen Menschen, die Stunde im Leben dieses Menschen hat geschlagen, der entscheidende Augenblick, in dem Gott handelt. Der entscheidende Augenblick, in dem diesem Menschen das Evangelium, das Heil, die Freude verkündigt werden soll. Für diesen Augenblick, für diesen kurzen Moment, in dem sich die Leben dieser beiden Menschen begegnen, steht Philippus hier. Verstehst du denn eigentlich, was du da liest? Und das haben wir auch hier im Anspiel gesehen. Und der Äthiopier sagt, fast ein bisschen resigniert und müde, ja, wie soll ich denn das verstehen? Es ist doch niemand da, der mir die Schrift auslegt. Und dann legt Philippus ihm die Schrift aus. Und er erklärt ihnen, worum es hier wirklich geht. Nämlich dieses Opfer, dieses Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, dieses Lamm, das verstummt und bei aller Anklage seinen Mund nicht auftut, das ist Jesus Christus. Das ist unser Herr, unser Heiland. Das ist der, der für uns geopfert wurde und sich für uns dahingegeben hat, damit wir leben können. Das ist die wichtige Botschaft, die der Philippus dem Kämmerer sagt. Jesus Christus ist das wahre Opfer. Er hat sich für dich geopfert. Deswegen ist kein Opfertier mehr nötig, deswegen ist keine Leistung, keine Anstrengung mehr möglich, nötig, weil Jesus sich geopfert hat. Glaube an ihn, lass dich taufen auf seinen Namen, dann bist du gerettet. Ich fand das so toll, wie ihr die Taufe mit Wasser, es wurden keine Worte gesprochen, das ist auch ganz gut, denn die Taufe ist ja ein Sakrament, aber es wurde schön angedeutet, dass hier direkt nachdem jemand zum Glauben gekommen ist, auch die Taufe folgt. Die Taufe, die uns mit Jesus verbindet. Die Taufe, in der wir mit Jesus gekreuzigt werden, sterben, begraben werden und auch auferstehen, so sagt es der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 6. Dieser Kämmerer lässt sich taufen und man merkt auch sofort die Veränderung, die in ihm vorgeht. Denn es heißt, und das ist ja auch unser wunderbares Motto, er zieht seine Straße fröhlich. Ja, das ist ja das Besondere, er zieht seine Straße fröhlich, auch wenn sich die äußeren Umstände nicht geändert haben. Es ist weiterhin die öde Gegend, die langweilige Piste, eine Straße, die nicht schön ist, die Hitze, die Sonne brennt und doch ist aus diesem Menschen ein wunderbarer, frischer Mensch geworden, er ist innerlich verändert worden durch Jesus. In seinem Herzen hat die Fröhlichkeit darüber Einzug gehalten. Ich möchte mit einer ganz kurzen Episode schließen, die wirklich passiert ist und wo wir sehen, dass Gott die Strippen zieht in unserem Leben. Auch dann, wenn wir das gar nicht denken, auch dann, wenn wir uns manchmal fragen, warum ist mir das widerfahren, da weiß Gott schon, was er damit erreichen will. In der Leipziger Thomaskirche, da wurde ein 10-jähriger Junge zusammen mit seiner Mutter getauft. Und bevor er getauft wurde, erzählt er der Gemeinde, warum er sich taufen lassen will. Er sagt, in der Schule erhielt ich versehentlich Ethik, statt Ethik Religionsunterricht. Aber meine Eltern haben nichts dagegen unternommen. Und so führte mein Weg in die Kinderkirche. Meine Mutter ist diesen Weg mitgegangen. Sie hat sich erinnert, all die Fragen, die mein Sohn da so mit nach Hause bringt, damit habe ich mich doch auch schon mal auseinandergesetzt. Was hindert es mich, dass ich es jetzt wieder tue? Und so kamen beide zum Glauben und ließen sich taufen an einem Ostersonntag, die Mutter und ihr Sohn. Das ist eine kleine Geschichte, die zeigt, wie Gott uns führt. Manchmal durch Umwege, manchmal durch Dinge, die nicht klappen und dafür öffnet sich eine andere Tür. Für den Kämmerer hat sich die entscheidende Tür geöffnet. Er ist zu Jesus gekommen und er zog seine Straße fröhlich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.